Antenne Salzburg präsentiert Schobers Herz. Schober fährt wieder, ja, aber heute nicht alleine, sondern das wird heute richtig spannend. Ich werde den Held meiner Jugend abholen und mit ihm quer durch Salzburg kutschern. Ihr werdet nie erraten, wer es ist. Ja, plötzlich steht er überall oben drüber. Thomas Brezina, da vorne steht er. So, grüß Gott. Hallo. Haben Sie Platz? Einfach auf Seiten. Wunderbar. Herr Brezina, jetzt habe ich gerade gesagt, ich hole gerade den Helden meiner Jugend ab. Dabei stimmt ja das gar nicht so wirklich, sondern Sie sind ja der Vater der Helden meiner Jugend. Ja, das kann man so der sagen. Der Knickerbockerbande. Ja. Das war ein Wahnsinn. Wie sind Sie damals drauf gekommen? Wie war die Idee? Naja, das ist die Art von Büchern, die ich als Kind gerne gelesen habe. Ja? Und ich habe ja meine Lieblingsbücher immer in meinem Baumhaus mitgenommen. Und die mussten ganz gewissen Kriterien entsprechen. Ich musste mich verstanden fühlen, es musste Abenteuer sein. Die Kinder, die drin vorgekommen sind, das mussten Kinder sein, mit denen ich gerne befreundet gewesen wäre. Mhm. Und daran habe ich mich erinnert, als ich von einem Verlag gefragt wurde, ob ich Bücher schreiben möchte. Okay. Und ja, und dann habe ich vorgeschlagen, diese Idee und der Name Knickerbockerbande ist mir ja unter der Dusche eingefallen. Unter der Dusche? Ja. Wieso? Eines Morgens, keine Ahnung, da fallen mir viele gute Sachen ein. Und weil alles andere abgeschirmt ist, glaube ich. Und okay, das, eines Morgens ist mir das eingefallen und dann habe ich dem Verlag das alles vorgeschlagen. Und 10 Titel gleich auf einmal. 10 Titel. Und die waren begeistert. Und ich war halt so gewohnt, im Radio mein wöchentliches Hörspiel abzugeben. Ja. Und die haben mich dann gefragt, na und diese 10 Bücher, in welchem Zeitrahmen machen wir die? Und ich habe in einem Jahr. Ich war das so, ich habe nicht daran gedacht, dass das vielleicht ein bisschen viel ist. Und so ist das losgegangen. Das war Wahnsinn. Also damals in der Schule, in der Volksschule war es bei mir die Mickey-Maus-Häfteln. Im Gymnasium waren es nachher Ihre Bücher. Wie viel haben die gekostet? Die haben immer gleich viel gekostet, gell? In Schilling haben sie 149, das entspricht 10 Euro. Genau, 149 Schilling, ja. Genau. Da haben wir immer das Taschengeld zusammengespart und geschaut, bis ich dann wieder eines ihrer Bücher gehabt habe. Aber das Coole war vor allem, nicht die dünnen, sondern die dicken nachher, wo man dann wirklich so einen Rätselspaß gehabt hat. Und Sie haben jetzt gerade in der Stadtbibliothek in der Stadt Salzburg eine Lesung gehabt für Volksschüler. Die habe ich jetzt gerade gesehen, rausgekommen, die waren total begeistert. Und die haben ja auch so einen Rätselspaß mit, also so Detektivausweis. Ja. Also die Faszination ist nach wie vor zu spüren, oder? Ja, hat sich nichts verändert. Ja. Genau das finde ich nämlich so interessant. Mittlerweile ändert sich ja die ganze Medienlandschaft irgendwie. Mhm. Früher, bei mir war es zum Beispiel so, ich wollte unbedingt zum Radio, weil Radio war cool. Mhm. Mittlerweile will kein Mensch mehr zum Radio, weil Radio einfach nicht mehr cool ist, sondern die wollen alle YouTuber werden, Influencer, Instagrammer und dergleichen. Jetzt gehören Sie ja als Buchautor fast zu einer aussterbenden Rasse. Aber genau Sie, finde ich, schaffen wunderbar den Spagat zwischen alten und neuen Medien, denn Sie sind ja auch auf Instagram und auf diversen anderen neuen Medien sehr, sehr, sehr flott unterwegs. Mhm. Wie glauben Sie, dass die Zukunft ausschaut, dass die Medienwelt ausschaut, vor allem bei Ihnen als Buchautoren? Ich bin ein Geschichtenerzähler. Ich sehe mich nicht als Buchautor in erster Linie, sondern als Geschichtenerzähler. Und mir geht es darum, dass ich heute meine Geschichten erzähle und dass ich damit Menschen erreiche und begeistere. Welches Medium ich dafür wähle, das hängt immer davon ab, für wen es ist und wohin es geht. Mhm. Aber ich habe ja gerade die Erfahrung gemacht, zum Beispiel auf Instagram, dass ich hier Menschen eben erreichen kann. Und ich erzähle ja genauso Geschichten dort, auf andere Art und Weise. Und ich finde das großartig. Also ich finde, wir leben in einer ganz tollen Zeit. Bücher sind nach wie vor schön. Bücher sind für Kinder nach wie vor faszinierend. Sie müssen aber vor allem für Kinder, die nicht so gern lesen, sehr interaktiv sein. Oder so aufbereitet sein optisch, dass die ganz leicht da vorankommen. Das ist wichtig. Aber ich denke heute bei jedem Buch auch schon drüber nach, wie könnte man das elektronisch machen? Wie könnte man das animieren? Was könnte man machen, dass man ein Lesen eben auch auf verschiedenen Readern oder so draus macht? Also, weil eine Geschichte ist eine Geschichte und die muss funktionieren. Aber dann kann man sie auf viele Arten erzählen. Mhm. Okay. Also Bücher sind nach wie vor für Volksschulkinder interessant, auch in Zeiten von Tablet und so weiter. Natürlich! Ein Buch ist ein Buch, also die Haptik allein ist ja auch schon was wahnsinnig Schönes. Und in jeder Geschichte kommt das Buch als was Geheimnisvolles vor. Und für Kinder ist das interessant, eindeutig, also das erleben wir ja auch hier.
Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, und warum soll die Geschichte nicht auch auf dem Tablet sein? Mhm. Okay, aber nicht reine Bücher auf einem Tablet, sondern einfach, wie Sie gesagt haben, Interaktion. Ja, die Interaktion, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wird ja am Tablet viel einfacher noch werden und viel mehr Möglichkeiten bieten als rein im Buch. Ich habe im Buch immer interaktive Bücher geschaffen, weil ich sehr daran geglaubt habe und das hat sich ja auch bewährt. Die Möglichkeit, die ich heute am Tablet habe, ist noch eine etwas größere und das finde ich sehr schön. Aber deswegen kann sie trotzdem im Buch sein. Für mich steht das nebeneinander, ohne zu werten. Es ist beides möglich. Wird es eines Tages keine Bücher mehr geben? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Keiner hätte sich vor 10, vor 20 Jahren gedacht, dass wir heute Minicomputer am Handy haben, dass wir Smartphones haben. Hat keiner gedacht, man wird sehen, wie es ist. Okay. Jetzt haben Sie sich eigentlich immer schon für die Zielgruppe Kinder entschieden. Sie sind ein erfolgreicher Buchautor, einer der erfolgreichsten mit 45 Millionen verkauften Büchern, wenn das nach wie vor stimmt. Sie haben auch Fernsehsendungen moderiert, Sie haben Radiosendungen moderiert. Die Zielgruppe Kinder, warum haben Sie sich ausgerechnet diese Zielgruppe ausgesucht? Ist es eine größere Herausforderung? Oder ist eine leichtere Zielgruppe? Keins von beiden. Das macht mir den meisten Spaß. Okay. Und mittlerweile schreibe ich ja auch Bücher für Erwachsene und das macht mir genauso Spaß. Aber Kinder haben mir immer Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, für sie Geschichten zu schreiben. Das war für mich immer eine schöne Sache und ist es bis heute ungebrochen geblieben. Okay. Jetzt wollte ich gerade sagen, eben, was Sie schon angesprochen haben, jetzt haben Sie Ihre Zielgruppe einmal für ein Buch gewechselt. Sie haben immer Kinderbücher geschrieben und jetzt, ich habe es da hinten drinnen, einen Ratgeber für, na, das ist aktuelle Knickebocke, könnten Sie es signieren? Ja. Im Handschuhfach müsste Edding sein, danke sehr. Da stehen wir eh gerade, jetzt dürfen wir es zeigen. 111 Tipps zum Glücklichsein. Viele Tipps, um mehr Freude ins Leben zu bringen. Okay. Warum jetzt ein Buch für Erwachsene? Moment, zuerst muss ich mal unterschreiben. Okay. Eins nach dem anderen. Ja, ja. Ich muss eher ein bisschen fahren. Ich glaube, ich habe mich zuerst gerade ein bisschen verfahren. Als Salzburger verfahrt sich in der Stadt Salzburg, das ist ein Wahnsinn. Ich habe ja im vergangenen Jahr die erwachsene Fortsetzung der Knickerbocker Bande geschrieben. Ja? Also das ist ja schon das erste gewesen. Dann war das für ein Buch nur angelegt und es ist ein Riesenerfolg geworden. Es hat sogar die Bestsellerlisten gestürmt. Mhm. Also ich war völlig fasziniert. Und dann war die Überlegung, es fortzusetzen und Ideen habe ich da mehr als genug und ich wollte das auch ein bisschen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, und so entstand dann eben Schatten der Zukunft, der zweite Band von Knickerbocker Bande für immer. Und auf Instagram erzähle ich ja in den Stories Verschiedenes, was mir einfällt, Lustiges aus meinem Leben. Aber ich habe auch dann begonnen zu erzählen, was ich im Leben gelernt habe, um mehr Freude zu haben, um mit dem Alltag freudiger umzugehen. Mhm. Und da kam ein riesiges Echo drauf, immer, mit vielen Fragen und so. Und dann kam ein Verleger zu mir und hat gesagt, warum machen wir nicht daraus ein Buch? Erzähl, was du gelernt hast oder was du anwendest, was für dich gut funktioniert. Und so entstand, tu es einfach und glaub daran, wie du mehr Freude ins Leben bringst. Mhm. Sie geben einige Tipps. Was ist der wichtigste Tipp? Ich habe ein bisschen reingelesen, aber... Das kann ich nicht sagen. Das hängt immer für jeden ab, wo er im Leben steht. Ja. Es sind viele Tipps drinnen für mehr Freude jeden Tag, das ganze Jahr, für mehr Freude im Beruf, mehr Freude mit der Familie und der Liebe, mehr Freude, wenn die Freude verschwunden ist. Und da sind eben verschiedene, mehr Freude mit sich selbst und da sind eben verschiedene Sachen drin und das muss jemand raussuchen. Die Leute kommen in die Lesungen und haben Zettel reingeklebt schon, wo sie dann immer nachschlagen bei gewissen Kapiteln, je nachdem, wie sie es brauchen. Das ist unglaublich. Okay. Sie haben es gerade angesprochen, dass der zweite Band, wo die Knickerbocker jetzt erwachsen geworden ist. Letztes Jahr haben wir uns auch ungefähr um diese Zeit getroffen. Da waren Sie noch nicht skeptisch, aber Sie haben es noch nicht gewusst, ob diese Rechnung aufgeht, dass die Knickerbocker Bande jetzt erwachsen wird. Wie Sie gesagt haben, ist voll aufgegangen, oder? Mehr als das. Ist ja Wahnsinn. Also vor allem bei mir war es so, du kennst eben die Charaktere wieder. Und die sind eben mit dir auch wieder gleich erwachsen geworden. Ja. Das ist der Reiz an der Sache und das hat mich ja auch so gereizt, darum wollte ich sie auch schreiben. Mhm. Gibt es mehr Knickerbocker-Bande forever oder wie heißt es jetzt? Für immer. Sie haben abstimmen lassen, gell? Ja, für immer heißt es. Ob es mehr gibt? Naja, jetzt gibt es einmal diese zwei Bände und gestern in der Lesung hier in Salzburg kam schon oft die Frage auf Band 3. Mein Verleger saß im Publikum, hat auch gesagt, na, das ist doch jetzt schon Auftrag.
Und jetzt war sehr viel los die letzten Wochen rund um das Erscheinen dieser beiden Bücher und das hat mich sehr gefreut. Ich war in ganz Österreich unterwegs und das ist ja überwältigend für mich, was da passiert, wie viele Leute da kommen, wie sich die freuen. Ich freue mich so drüber. Und jetzt mache ich einen guten Schritt zurück, hole tief Luft und dann werde ich entscheiden, wie ich alles weitermache. Okay. Gehen Sie wieder mal duschen? Das mache ich jeden Tag. Aber meine ist nicht immer gleich aufgelegt, gell, beim Duschen. Manche singen, manche schreiben dann, ja, manchen kommt die Idee sozusagen. Interessant ist ja vor allem immer, wie einem die Ideen kommen. Lustig, dass es bei Ihnen beim Duschen ist, aber man hat ja auch öfters mal ein Tief, schätze ich mal, als Buchautor auch. Bei mir geht es öfters so, ich meine, ich bin jetzt nicht so in der kreativen Medienschiene unterwegs, aber da fehlen dir die Ideen. Was hilft Ihnen dann noch außer Duschen? Sie haben jetzt... Spazieren gehen. Genau, auf das wollte ich hinaus. Sie haben ein Haus renoviert, Ihr Elternhaus. Ja, das musste ich nicht renovieren, das war okay, Quelle und das war ganz großartig. Ja. Und ziehen sich dann öfters zurück in die Wiener Berge? Ja, das liegt am Wienerwald, das steht also am Rande des Wienerwalds und ich bin ja dort aufgewachsen. Mhm. Also mein eigenes Haus, in dem ich jetzt viele Jahre gelebt habe, das ist 200 Meter entfernt nur gewesen. Also ich bin immer in der gleichen Gegend hier geblieben. Aber das Haus meiner Eltern ist eben sehr, sehr, sehr schön und ich bin dort sehr gerne und bin ihnen sehr dankbar, dass sie es mir vermacht haben. Hilft Ihnen das? Weil dadurch, dass Sie ja dort Ihre Kindheit erlebt haben und ja auch Kinderbücher schreiben, bringt Sie das auf kreative Ideen? Nein, sozusagen? Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach ein Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne bin. Ideen kriege ich die meisten in meinem zweiten Lebensort und das ist London. Und da ziehe ich mich ja jedes Jahr viele Wochen zurück und ich habe ja eine Wohnung auch dort. Und wenn ich dort bin, also das ist der Ort, wo mir wirklich viel einfällt und wo ich auch viel herumgehe, mir Leute anschaue, einfach nur umschaue. Und da kommen wahnsinnig viele Ideen auf mich zu, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Übrigens, wenn sich jetzt jemand beschwert, dass wir sinnlos in der Gegend rumfahren, das stimmt nicht. Ich habe den Herrn Breziner abgeholt bei der Tribüne Lehn, bei der neuen Tribüne Lehn. Sie haben da eine Lesung gehalten vor den Volksschülern, haben wir eh schon erwähnt. Und ich fahre sie jetzt ins Sacher und dann geht's nach Hause. Also nach Lehn geht's zurück. Der Weg ist insofern das Ziel, aber wir fahren jetzt da nicht sinnlos in der Gegend rum. Denn Sie müssen wissen, die Verkehrslage in Salzburg ist schon schwierig genug. Das sieht man, das merkt man. Das überall. Ist ja Wahnsinn. Überall, aber dann lade ich euch ein, einmal nach London zu kommen. Das ist nackte Wahnsinn geworden. Ist nur schlimmer. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Gott sei Dank wohne ich so zentral, dass ich alles zu Fuß gehen kann. Mhm. Und das tue ich auch. Und sonst, das ist unglaublich. Okay. Das heißt, wenn wir in die Zukunft schauen, in wenigen Jahren werden wir wahrscheinlich nach wie vor Knickerbockerbandenbücher lesen. Mhm. Sie werden aber interaktiver sein, wenn wir das zusammenfassen. Und vielleicht auch mit den neuen Medien ein bisschen vernetzt. Ja, wobei ich meine Erfahrung ist, dass Bücher und neue Medien, das soll getrennt stehen. Das eine kann das andere befruchten, aber ich mag, was ich persönlich auch nicht mag, wenn ich ein Buch lese, will ich ein Buch lesen und will nicht dann verwiesen werden, dass ich jetzt im Internet dort und dort hingehen soll. Mhm. Und ich erkenne das auch bei anderen Lesern, dass die das genauso sehen. Also es wird Geschichten geben, immer weiter. Es wird weiter Bücher geben, gerade für Kinder, die nicht so gerne lesen, werde ich alles dran setzen, dass die Bücher so gestaltet sind, dass sie leicht Zugang dazu haben. Und ich werde für Erwachsene weiterschreiben, aber ich werde meine Geschichten auch auf vielen anderen Plattformen und Ebenen erzählen, genauso wie ich sie ja in Tirol auf Wanderwegen erzähle. Da geht man durch den Wald und erlebt eine Geschichte. Ganz unglaublichen Sachen, mit einem Haus, das auf dem Dach steht, mit einem Piratenschiff auf 1800 Meter Höhe und solchen Dingen. Und das fasziniert mich. Also ich werde viele, viele Dinge da zusammenbringen. Mhm. Vor allem als Eltern, meine Kinder sind noch zu jung, aber hat man natürlich immer auch das Problem, wann lässt man die Kinder auf diese neuen Medien, neu unter Anführungszeichen, Internet, Handy und so weiter los? Verbindet sich natürlich auch mit ihrer Interaktion etwas bei den Büchern, was Sie angedacht hätten. Was denken Sie da? Meine Erfahrung und meine Beobachtung ist, es geht darum, dass Kinder alles kennenlernen, dass nichts vor ihnen geheim gehalten wird, dass nichts dämonisiert wird, aber dass sie die richtige Dosis bekommen. Und wir leben im Jahr 2018. Das heißt, es gibt so viele verschiedene Medien. Und das Wichtige ist jetzt,
dass man die Besonderheiten und auch die Eigenschaften und die guten Eigenschaften der verschiedenen Medien kennenlernt. Und auf der anderen Seite dieses Unlimitierte am Smartphone oder am Tablet sein, das kann ich nicht verstehen und das finde ich auch nicht gut. Ich meine, aber Eltern müssen sich auch einfach Zeit für ihre Kinder nehmen. Mhm. Das ist ein schmaler Grat wahrscheinlich. Da gibt es kein Rezept. Da gibt es kein Rezept, das muss jeder selber entscheiden. Aber ich habe die beste, also was ich beobachte, und ich bin ein Beobachter auf dem Gebiet, die beste Erfahrung gemacht oder die besten Resultate gesehen, wenn Eltern Limits gesetzt haben. Aber wenn man kann nicht sagen, sei nicht nur am Tablet und ich biete dir nichts anderes, das kann nicht funktionieren. Dann muss ich mit den Kindern rausgehen oder dann muss ich was unternehmen mit ihnen oder ihnen eben auch anderes anbieten und zeigen. Mhm. Und so sehe ich den Umgang mit Medien. Okay. Letzte Frage noch. Sehr, sehr philosophisch, aber ändern sich die Kinder als Rezipienten oder war ich genauso wie meine Töchter? Ja. Alles gleich. Obwohl der Einfluss, das ändert sich. Und ich finde ja, wir brauchen da jetzt nicht großartig philosophisch sein, aber das Leben wird ja auch schnelllebiger durch diese Medien. Aber die Kinder, sagen sie, bleiben gleich. Das, also es ist so, die Grundwünsche der Kinder nach Abenteuer, nach Verständnis, nach Natur, nach Tieren, nach Entdecken, nach sich beweisen, sich in der Gruppe beweisen, mit anderen messen, Schwierigkeiten mit Eltern, Schwierigkeiten in der Schule, Herausforderungen mit Lehrerinnen, mit Lehrern, dies, jenes. Das ist immer gleich. Bin ich gut, bin ich nicht gut? Diese Fragen, diese Selbstreflexion, all diese Dinge, die sind gleich geblieben. Was jetzt sich verändert sind, das Angebot an Medien, das Angebot an Möglichkeiten, das verändert sich. Dass einfach heute Erzählweisen knapper sein müssen. Das verändert sich. Aber die Themen sind fast die gleichen. Okay. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht anders schreiben wie vor 20 Jahren? Null. 0,0. Ja, ich wäre immer kürzer ein bisschen und das halte ich auch für gut. Also das. Okay. Jetzt sind wir bald da. Ja. Darf ich Sie noch bitten, die Bücher zu signieren? Natürlich. Die werden wir auch verlosen. Super. Zwei online, also und all jenen, die gefällt mir drücken und natürlich Kanal abonnieren und die anderen dann am Nachmittag on air. Ich habe da hinten noch viele, viele mehr. Ah. Ja, da sind noch mehr und ich habe da drin ein Edding, wenn Ihnen das lieber ist. Nein. Handschuhfacherl, Sie schreiben lieber mit Kuli. Ja, das ist ein Spezialstil. Aha, wieso spezial? Weil den verwende ich zum Signieren. Okay. Und Sie schreiben aber am Laptop, oder? Ah, ja. Das kann man sich nicht irgendwie altromantisch vorstellen mit Nein. Papier und so. Notizen. Ich habe nach wie vor ein Notizbuch aus okay. Papier, das ich gerne verwende. Und das mache ich auch sehr gerne. Ideen zu notieren ist mit der Hand besser als am Laptop. Wieso? Es fließt besser. Das ist auch erwiesen, das ist auch wissenschaftlich okay. erwiesen. Das heißt, wenn Sie irgendwo unterwegs sind, spazieren, Radl fahren, wandern gehen oder was immer und Ihnen fällt was ein, dann schreiben Sie es auf? Dann diktiere ich es ins Handy hinein, okay. weil da bin ich ja unterwegs. Aber nachher schreibe ich es dann oft in ein Notizbuch oder wenn ich so nachdenke über etwas, dann mache ich meine Notizen. Und dieses mit der Hand schreiben, das hat wirklich den Vorteil, dass es mehr fließt. Mhm. Wenn man länger nicht mit der Hand schreibt, sondern mit der Tastatur, mit dem Computer, verlernt man Schreiben. Also hin und wieder, wenn ich länger keine Notizen mache oder wie auch immer, da verlernt es voll. Also du, wie Sie gesagt haben, es fließt nicht mehr so. Auf jeden Fall danke sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses etwas außergewöhnliche Interview. Wunderbare Idee und danke für die Fahrt. Aber es war eben auch die alten Medien, wie es das Radio mittlerweile ist, mit dem neuen Medium YouTube, Instagram zu vernetzen. Schauen wir mal, wie es ankommt. Also wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like hier, Kanal abonnieren. Und auch Thomas Brezener ist sehr, sehr in den neuen Medien vertreten. Wie viele Follower haben Sie schon auf Instagram? Das ist ja Wahnsinn. 52.000. Wahnsinn. Jeden Tag neue Stories auf dem Instagram-Account von Thomas Brezener, oder? Ja. Was werden wir heute noch sehen? Heute wird es einen kleinen Bericht geben über meine Lesung gestern in Salzburg und heute darüber, da sind so lustige Sachen passiert. Ich habe die lustigste Frage gestellt bekommen, die ich je von einem Leser oder einer Leserin gestellt bekommen habe und darüber werde ich erzählen. Okay, sind wir schon gespannt. Thomas Brezener, ich packe jetzt da noch ein ohne Auto, ohne Unfall, weil das ist vom Sachen nicht so einfach, dass man da bei dieser Baustelle Ende nie.
Auch das geht vorbei. Steht ja, in diesem schon einer. Tut mir leid. Worte. Kein Problem, hat mich riesig gefreut. Thomas Metzner, danke recht herzlich. Hier, bitte. Wir sehen uns dann nächstes Jahr vielleicht. Ja. Danke schön. Danke sehr. Danke. Danke. Nehmt es mit. Sonst verlosen wir es. Wunderbar, jetzt schauen wir nur, dass wir ordentlich rauskommen da. Jawohl! Ja, das war super, oder? Thomas Breziner im Interview. Also, mir hat's gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, bitte sehr, lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal. Und ja, wir sind auf der Suche nach neuen Interviewpartnern. Wenn ihr die Bücher auch haben wollt, schreibt es uns einfach unten rein. Danke, ciao und gute Fahrt. Morgen einen schönen Nationalfeiertag. Schober fährt nur auf Antenne Salzburg.